Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Schwert. Wir sind bei Folge Nummer 23 angekommen, immer noch hier in der Naturzone am Verzweifeln. Sind jetzt hier im Brückental, hat sie vielleicht irgendwas Interessantes? Was bist denn du? Ein kleiner Teddybär, den ich hier nicht habe. Und wir sind auf der Suche nach Pokémon, die noch nicht in meinem Besitz sind. Ja, und sind auf dem Weg nach Claw City, heißt es, glaube ich. So. Petsneef sehen wir das erste Mal in diesem Let's Play. Da haben wir nämlich noch keine Infos dazu. Charme. Mach du das. Ich greife dich jetzt eh nicht mehr an. Ich gebe dir nämlich einen Superball und du kommst in meine PC-Box. Ja, so machen wir das. Sehr gut. Ich würde eigentlich gerne im heutigen Part die nächste Stadt erreichen. Ich weiß nicht, wie groß die Naturzone noch ist, beziehungsweise der Weg dahin. I don't know, aber ich hoffe nicht allzu krass weit. Fühlt es sich wohl, erhöht sich die Klebrigkeit seines Nasenschleims. Wer es verärgert, wird damit angeschmiert. Ja, dann geh du in die PC-Box und bleib bitte da. So, was ist das da? Das sind Zickzacks. Ja, das interessiert mich halt nicht, das Zickzacks, ne? Noch wo ihn genau? Du schon wieder. Das ist wahrscheinlich eh ein zu großes Level. 50 Watt. Wieder der Ne, das war im letzten Part schon zu stark. Alter. Da sind jetzt einige Sachen, die ich... Ah! Was ist... Oh, ein Gaunux. Alles klar, dann muss ich Kleptifuchs nicht mehr später leveln. Level 27. Machen wir mal einen Zweigstoß. Ich möchte dich haben. Gaunux. Ach Gott. Hätte ich ein bisschen mehr Damage kriegen können? Ich probiere es jetzt trotzdem mit dem Superball. Hätte vielleicht einen Doppelschlag oder so machen sollen. Aber es reicht trotzdem, oder? Ja. Gaunux wurde gefangen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Pokédex wird immer vollständiger, ne? Vor allem meine Sammlung mit jedem Pokémon einmal. Es markiert heimlich die Beute, auf die es ein Auge geworfen hat. Dann folgt es dem Geruch und stiehlt sie, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ja, ab in die PC-Box. Deine Augen sehen ein bisschen bekifft aus, mein Kleiner, aber es... Ja, was ist das da überhaupt? Ey, das... Hier, der Typ hier teleportiert sich... Junge. Dann nehme ich halt den Jetzt haben wir noch schottische Musik. Hier ist ein Wohin genau. Das ist ein weibliches Wohin genau, ne? Ja. Ja, es interessiert mich nicht. Es verhindert die Flucht. Alles klar, ja. Dann muss ich halt kämpfen. Auch wenn mein Gymstick jetzt eventuell draufgehen wird, weil Wohin genau hat verdammt gute Verteidigung. Okay. Alles klar. Ja. Dann nehmen wir Nocturne. Ja, dann machen wir mal einen Donnerschlag. Das ist nicht viel Damage gemacht. Ein Konter. Ja, jetzt fress ich ganz schön viel Damage. Alles klar, dann machen wir noch einen Ice-Sieb. Vielleicht frieren wir es ja damit ein. Oder ein Volltreffer kommt. Nee. Weißt du, Nocturne hat den scheiß Stab da, den Lauchstab von Porenta, um die Volltrefferquote extrem zu steigern. Aber... Ja, ich habe mit Nocturne noch keinen einzigen Volltreffer gemacht, seit ich das Item ausgerüstet habe. Das finde ich ein bisschen frech. So, besiegt das Ding. Ja, danke. Muss zweimal Beleber einsetzen und zweimal Supertrank. Ist halt schon belastend. So, Smetbo Level 32. Smetbo versucht Käfergebrumm zu erlernen. Was kann das? Anwender erzeugt Schallwellen, die beim Ziel Schaden verursachen und eventuell dessen Spezialverteidigung senken. 90 Stärke. Dann machen wir den Windstoß weg.
Weil der hat nicht mal halb so viel Stärke. Ist okay, Käfergebrumm gelernt. So, ja. Zum Glück habe ich einiges an Belebern dabei. So. So. Ach komm, ich mach's mit Trinken. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. So, und dir geben wir auch noch einen. Und noch 13 Trinken. Okay, so. Jetzt will ich den kleinen Elefanten holen. Pupfanti erscheint. Interessanter Name. Ich habe keine Ahnung, was er kann. Er ist Level 28, macht jetzt sicherheitshalber mal einen Zweigstoß. Okay, das war jetzt nicht unbedingt sehr, sehr effektiv. Eisenabwehr. Verteidigung steigt stark. Okay, ja, dann kann ich einen Zauberblatt machen. Du gehst nicht drauf, ne? Nee, du nimmst nicht mal viel Damage. Okay, ja, jetzt ist so extrem wehgetan. Dann machen wir nochmal ein Zauberblatt und dann fangen wir dich ein. Ja, sehr gut. Dampfwalze, oje. Ja, das macht zum Glück nicht viel Damage. So, ich probier's mal mit einem normalen Pokéball. Wie geizig sein hier. Okay, es hat keinen Bock auf den Pokéball. Dann nehmen wir halt den Superball. So, komm. Zweimal. Dreimal. Ja. Pupfanti wurde gefangen. Dankeschön. Danke, danke, danke. So, hat nicht schlecht EP gegeben. Ist akzeptabel. 100 Kilogramm. Dieses Pokémon verfügt über eine Stärke, mit der es problemlos 5 Tonnen stemmen kann. Es nutzt seinen Rüssel, um in der Erde zu graben. Ja, dann vergrab dich mal in der PC-Box. So. Also das Ding da greife ich garantiert nicht an. Könnt ihr euch sicher sein. Aber den Kollegen da will ich. Ist das er? Fucking irische Musik, Alter. AFM! Das ist uns schon mal durch die Lappen gegangen. In der Galarmine 2 war das, glaube ich. Es ist nicht sehr effektiv. Ich mache jetzt mal einen Doppelschlag und hoffe, Gymsticks gibt nicht allzu fest Gas. Perfekt. Perfektes Timing. So, Wirbelwind, das wird jetzt wehtun. Nee, ist fehlgeschlagen. Umso besser. So. Superball, FM, was auch immer das für ein abgefuckter, beschissener Name ist für ein Pokémon. Ja. Herzlich willkommen in meiner Pokémon-Box oder PC-Box, besser gesagt. Oh, das hat auch nicht schlecht, CP. So, ich will jetzt dieses teleportierende Pokémon da haben. Ja, und dann gehen wir weiter. Bei Sonnenuntergang verlässt es seine Höhle und geht mit Hilfe von Ultraschallwellen auf die Suche nach reifem Obst. Ja, ist halt eine Fledermaus. Entschuldigung. Okay, da haben wir nochmal so einen. Jetzt hab ich dich! Was bist du? Hygraulon. What the motherfucking hell are you? Level 28. Oha! Ein Volltreffer. Das ist aber verdammt gutes Timing gewesen, mein liebes Gymsticks. Okay, ja, nachher Supertrank benutzen. Superball. Also dieser Volltreffer war jetzt richtig on point. Besser hätte man es nicht machen können, ne? Und es bleibt drin. Die Graulon wurde gefangen. Wunderbar. Gymsticks, entwickel dich endlich mal, Mann. So, wenn es in der Nähe ist, beginnen Fernseher zu flackern, um fremdartige Landschaften zu zeigen. Diese stellen angeblich seine Heimat dar. Okay. Interessant.
Ja. Ich finde die Musik ja geil, ne? Sieht einfach mal so ein bisschen Celtics Music kommt. Weil das mag ich vor allem auch extrem. Nee. Ah! Ein wildes Zickzacks erscheint. Ja. Tschüss. Eigentlich nur zu dem Nest hier. Okay, ja, wir haben doch noch ein ordentliches Stückchen bis zur nächsten Stadt, ha? Da hinten ist ein Haus. Und Geradax. Ja, wo bist du? Komm her. Es wirkt extrem stark. Okay. Ja. Level 40. Oh, muss ich schon wieder eine Puppe einsetzen. Und schon wieder ein super Trank für Gymsticks. Oh Mann, ey. Das ist halt echt nervig, ne, dass die alle über meinem Level sind, ne? Da hat uns Game Freak schön einen mitgegeben. Also ich laufe jetzt nicht mehr in die Pokémon rein, die hier auftauchen. Fertig. Ich gehe da zum Haus nach hinten. Ja. Als würde ich jetzt gegen dich kämpfen, mein Lieber. Wenn ich hier irgendwo was sehe, was ich noch nicht habe, okay, nehmen wir mit. Weil im hohen Gras wird es wahrscheinlich nicht ein zu hohes Level haben. Ich hätte hier was Seltenes, das ich in der Naturzone gefunden habe. Ja, dann nimm. Was ist es? 5 EP Bonbons XS. Ja, das ist doch geil. Okay. Ist er weg. Dann benutzen wir die doch gleich. Ne, hier in der Trainingstasche ist es. Ah, ganz unten. Wir setzen alle 5 ein für Gymsticks. Ich will, dass Gymsticks Level 35 erreicht heute. Ja, das möchte ich gerne. So. Was ist das denn hier? Da glänzt es noch schön. Ein Hyperball. Oh. Dem Superball in allen Punkten überlegen. Pokémon hat. Okay. Hi. Hallo, bist du das erste Mal bei uns? Das hier ist die Naturzonenfiliale des Pokémon Horts. Keine Sorge, ihr werdet genauso fürsorglich mit deinen Pokémon umgegangen. In unsere Hauptfiliale auf Route 5. Wie sieht es aus? Möchtest du einige deiner Pokémon in unsere Obhut geben? Ja, klar. 2 Pokémon kann ich ihr anvertrauen. Was machen wir denn? Ein Sneebel? Sneebel könnten wir ihr geben. Oder was, Vulpix kann ich eigentlich auch wegmachen, weil ich habe ja auch schon ein gutes Vulpix. Oder was wollen wir hier geben? Ich denke, dieses Gelatini kann sich hier noch entwickeln. Sag mal, Noctu, was hast du schon wieder für Typen? Normal im Flug, ist ja nichts Spezielles. Was geben wir denn ab hier? Ah, ich weiß es. Wir geben einmal Thermopod ab. Einfach weil die Weiterentwicklung von Thermopod richtig nice aussieht, meiner Meinung nach. Und dann gehen wir noch Sneebel abkommen. Lola Krebskorps abgeben. Ich kann auch Poupons abgeben. Was geben wir ab? Komm, Sneebel. Level 28er Sneebel. Das macht dann 1000. Naja, nimm. Da. Dann kümmere ich mich eine Weile um Thermopod und Sneebel. Sag Bescheid, wenn du deine Pokémon wieder abholen willst. So, kannst du auch auf die Seite gehen? Ne. Du? Oh, wie ich sehe, hast du ein Fahrrad. Hier kann man sich in einem großartigen Zeitvertreib namens Rotom Rally erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Wie kann ich dir helfen? Ich will die Farbe ändern. Ja. Will ich an Gymsticks anpassen. Wie wäre es mit dem Farbton Pflanze? Naja. Ist jetzt nicht unbedingt viel besser, aber besser als vorhin. Die glänzt zweimal glänzt, ja. Ein Riesenpilz und was noch? Noch ein Riesenpilz. Hat's dann hier drüben auch nochmal was? Nee.
Ja, dann gehen wir weiter. Hier noch die 50 Watt mitnehmen. Weiter geht's. Ich habe ein Flug-Pokémon gehört. Kann das sein? Kann nicht sein. Was ist das? Was bist du? Golbit. Ah ja, die Weiterentwicklung von die Mama mal vor langer Zeit in im vorderen Teil der Naturzone gesehen. Die Weiterentwicklung, die Level 40 war. Ja, gut gemacht. Gymsticks. Gut gemacht. Super. Ja. Geil. Aber hier, dich nehmen wir mit. Dich habe ich nämlich noch nicht. Ja. Mein liebes Ninjask. Was hast denn du für ein Level? 30. Da können wir ruhig ein Zauberblatt machen. Hier macht jetzt nicht allzu krass viel Damage. Ist okay. Alles klar. Ist nicht sehr effektiv. Ja. Jetzt kriegst du noch mehr Initiative. Dann müssen wir das mit dem Doppelschlag wohl erledigen. Das ist für noch mehr Initiative, oder? Ja gut, du bist eh schon schneller als ich. Macht nichts. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, ich gebe dir jetzt keine Möglichkeit mehr anzugreifen. Und mache einmal jetzt den Superball. Let's go. Zweimal. Dreimal. Sag mal. Bleib gefälligst da drin, Mann. Komm, neuer Versuch. Hör mir doch einen Schluck von meinem Glücks-Energy-Drink. Vielleicht nützt das ja was. Komm. Ja, geht doch. Ninjas wurde gefangen. Das wollen wir lesen. So, komm, jetzt Level 35 für Gymsticks. Let's go. Pikachu kriegt heute... Ja, es könnte knapp werden für Pikachu mit dem Level-Up, aber es könnte reichen. Ja! Gymsticks entwickelt sich! Ja, Level 35. Ich hab's, glaube ich, in diesem Part noch gesagt. Oder im letzten. Bitte sieh cool aus. Gorilla. Gymstick hat sich zu einem Gott-Trommel entwickelt. Aber es hat irgendwie noch Style. Mit der großen Trommel da. Was ist es? Donkey Kong. Donkey Kong im Pokémon. 90 Kilogramm. Es kontrolliert die Macht seines speziellen Baumstumpfes durch Trommeln. Im Kampf manipuliert es damit Wurzeln. Okay. Trommelschläge willst du lernen. Und was ist sicher eine normale Attacke? Ne, eine Pflanzenattacke. Der Anwender kontrolliert durch Trommeln Wurzeln, die das Ziel angreifen und dessen Initiative senken. Ja, dann machen wir den Zweigstoß weg. Jetzt muss ich mich wieder an den neuen Namen gewöhnen, ne? Gortrom und nicht mehr Gymsticks. Jetzt haben wir den Drummer. Den richtigen Drummer. Lauscht man längere Zeit seinem Gesang, löst er dauerhafte Kopfschmerzen aus. Es ist zu schnell, dass es beinahe unsichtbar zu sein scheint. Ja, dann gehst du schnell wie möglich in die PC-Box. Danke. Ja. Scheiße auf den Golem da drüben. Hast du einen Pokéball gerade gesehen? Habe ich nicht. Drei Pokémon-Nester nebeneinander. Die 150 Watt nehme ich mit. Ich finde die Musik richtig, richtig gut. Muss ich jetzt einfach ehrlich sagen, ich finde die Musik richtig, richtig gut. Wisst ihr was? Ich will jetzt, um diesen Golem... Nee, das ist falsch. Um diesen Golem jetzt zu holen, wechseln wir Gortrom aus mit... Smetbo. So. Alter. Was bist denn du für ein Riesending? Aber ich will nicht kämpfen gegen dich. Ein Golbit erscheint. Level 29, 30 wahrscheinlich. Dann wäre es ebenbürtig mit Smetbo. Level 29. Okay, dann machen wir einen Luftschnitt. Ja, ist okay. Golbit ist zurückgeschreckt. Ja, dann setzen wir direkt den Superball ein und tüten hier das Golbit ein, ohne KP zu verlieren. Ja?
Wunderprächtig! Golbit wurde gefangen. So muss es sein, meine Lieben. So muss es effektiv sein. Ja. Machen wir noch ein paar Minütchen weiter. Vielleicht erreicht mir die nächste Stadt. Sie bestehen aus Lehm und existieren schon sehr lange. Einige von ihnen haben den unerklärlichen Drang, große Felsen aneinander zu reihen. Ja. Mach das von mir aus. Solange du mich nicht nervst damit. Was ist das? Ah, sind Zickzacks. Okay. Also die Naturzone ist schon echt geil, ne? Also das muss man sagen. Die vielen verschiedenen Pokémon, die es hier hat, die man fangen kann, mit so vielen verschiedenen Leveln. Was ist denn das für ein Papagei da hinten oder für eine Ente? Nein, es ist was anderes zuvor. Nee. Ein Urgel. Du siehst ein bisschen benommen aus, mein Freund. Bisschen plemplem. Ich mache jetzt einfach mal einen Luftschnitt. Das ist ein Wasser-Pokémon, lol. Ja, wo willst du denn unter... Hä? Okay. Ja, 50 Damage, alles klar. Alter! Was ist das denn? Mach mir jetzt einfach meinen Smetbo nicht kaputt, okay? Geh einfach schön in den Ball rein. Der hat schön geleuchtet, der Ball, du. Ich glaube, ich bin... Oh Gott. Ich muss Pokémon wechseln. Ich muss Kammer annehmen. Das hält's aus. Ich will nicht, dass jetzt Smetbo hier drauf geht, wenn ich early bin. If I'm early. Okay, hat trotzdem gut Damage gemacht. Machen wir mal einen Biss. Ah, hat schon wieder den scheiß Vogel in der Fresse. Ja, friss. Oh! Ja, du bist K.O., Mann. Lass mich in Ruhe. Alter. Was bist du für ein nerviges Pokémon? Ich hab gar keinen Bock mehr, dich zu fangen. Okay, Kamalm Level 33, super. Pikachu Level 32. Ladungsstoß will Pikachu lernen. Das klingt doch vielversprechend, die Attacke. Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit Elektrizität an. Diese werden eventuell auch paralysiert. Oh, machen wir den Zahltag weg, ne? 1, 2, schwupp. Zahltag, Lekumio, Tschüssikowski. Dann nehmen wir lieber Elektroattacken mit. So. Der Sandsturmkessel. Ja, jetzt muss ich schon wieder... Nee, wisst ihr was? Ich benutze jetzt die Tränke nicht. Ich tausche jetzt einfach Smetbo aus. Mit Nocturne. So. So, was haben wir hier noch so? Wieso bist denn du so schnell? Es wirkt extrem stark. Ja, geil. Muss schon wieder die scheiß Puppe aktivieren, oder was? Mit 43. Ja, da bin ich weg. Da bin ich weg. Da muss ich aber sowas machen. Ich glaube, ich muss um die 50 Puppen mitnehmen, ey. Das wird mir langsam zu viel hier. Glänzt hier vielleicht irgendwo? Da hat's gerade geglänzt, oder? Nee, hat's nicht. Okay. Das ist schon riesengroß hier, diese Naturzone. Spiegel des Giganten. Alter, nee, lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe, ich will jetzt in die Stadt gehen. Okay? Das sind so viele geile Pokémon. Ja, aber das machen wir ein anderes Mal. Ich meine, wir waren jetzt drei Parts. In der Naturzone, langsam ist auch gut. Das Claw-Plateau. Ist das wieder ein Xatu? Nee. Das ist ja alles für geile Pokémon auftauchen, ich will die alle fangen! Aber ich muss zunächst Arena-Ohren mitnehmen, damit ich bis Level 40, alles fangen kann. So, ja, sogar mit einem Drachenmaul.
Wie kann ich dir helfen? Nocturne anpassen. Farbton Kampf. Ja, machen wir mal. Oh Gott, sieht das beschissen aus. So, du. Was darf sein? Sachen fürs Pokémon-Camping. Das können wir eigentlich auch wieder mal machen, das Campen. Komm, wir nehmen alles zweimal. Zwei Packungen Würstchen. Zwei Packungen Kartoffeln. Zwei Packungen Gemüse. Zweimal einen Gewürzmix. Und zweimal Kokosmilch, die besonders teuer ist. Ihr habt keine Kohle mehr. So, tschüss, mein Lieber. Hello. Jetzt kommt sicher Hopp wieder. Ah, ein Arena-Challenger. Nicht wahr? Dürfte ich kurz deine Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden, den Wasserorden und auch den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt drei Arena-Leiter besiegt, einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Ach, der ist schon wieder. Du schon wieder. Wartest du auf Hopp? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst verliert, sondern auch den Champ, der ihm eine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Sieh da, Sie wollen meine Orden sehen? Bitte sehr. Danke, Challenger Bettis. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Ja, mach du das. Ist mir eigentlich scheißegal, mit wem du verabredet bist. Böses Stück Scheiße. So. Immer extra noch das Fahrrad. So. Claw City haben wir erreicht. Und wir haben immer noch einen sehr, sehr großen Weg vor uns. Danach geht's nach links in die nächste Stadt. Das ist, sieht krass aus, die Stadt, ne? Sieht schon krass aus mit den vielen Ebenen da. Wie ein riesiges Schloss. Aber die Musik ist kacke in dieser Stadt. Ist halt wie eine englische so Royal Music und so Mist, ne? Naja. So, da vorne stehen sie. Ich drücke jetzt erstmal Pause. Ne, wir bleiben einfach hier stehen. Und beende den heutigen Part und sage danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut. Tschüss.